Hallo Dortmund, recht ungewohnte Umgebung hier, in der ich mich heute befinde. Ja, ich stehe vor der Bayer Arena, vom großen Match Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Und genau vor ca. einem Jahr habe ich an der gleichen Stelle gestanden und da ging die Borussia aus Dortmund mit einem 3:2-Sieg nach Hause. Schauen wir mal, wie es heute wird. Ich springe mal rein und hole mal ein paar Ergebnisse und ein paar Fan-Interviews rein, um mal zu erfahren, wie sich die Borussia denn entwickelt hat nach dem Wechsel von Petric und sie dann zu Dortmund, was ich ja voriges Jahr angekündigt hatte, hier in Leverkusen. 3:1 für Borussia. Ich sag 2:1. Ja, also im letzten Jahr ein 3:2 für die Borussia hier. Ich denke mal, das war das erste große Erfolgserlebnis für unseren Kloppo. Und da wurde auch gleichzeitig bekannt gegeben, Petric Wechsel nach Hamburg im Tausch mit Zidane. Und was halten wir denn jetzt von Zidane? Ja, was halte ich von Zidane? Kann sich noch steigern. Mal Zeit, dass er ein bisschen mannschaftstauglicher noch wird und mal die Bälle mal querlegt und nicht immer nur auf sich selber achtet. Also noch nicht so der richtige Knipser, wie wir uns vorstellen, oder? Also bis heute eigentlich immer noch nicht so richtig hundertprozentig der Ersatz für Petric. 0:1 heute für den BVB. 3 Punkte auswärts wäre super, dass wir die Serie weiter verfolgen. 2 Spiele in Folge schon gewonnen. Heute ein 3. Sieg wäre super. Und wo kommst du? Wir kommen aus der Nähe von Hessen, in der Nähe von Frankfurt. Okay, schön. Hey. Also ich sage 0:2. Ich bin mal eher pessimistisch, weil ich tippe auf ein 1:1. Ich erwarte eigentlich eine Niederlage, weil Leverkusen ist natürlich eine Top-Mannschaft zurzeit und hat eine gute Serie hingelegt bisher. Ja, der Ausfall von Rolfes wird natürlich vielleicht mehr Möglichkeiten geben für uns noch, weil er doch ein Stabilisator war für die Defensive und ich hoffe auf ein 1:1. Im vorigen Jahr wart ihr auch dabei hier, oder? Ja, am ersten Spieltag war ich auch dabei. Der 2:2-Sieg war natürlich ein guter Einstand für den Jürgen Klopp von uns und ja, war so ein kleines, ja, so eine kleine Initialzündung eigentlich für diese Saison. Und genau da wurde auch bekannt gegeben, der Wechsel von Petric im Tausch mit Zidane nach Dortmund. Genau, das war ja den Tag davor, wurde es ja bekannt gegeben. War ich nicht dafür, sage ich ehrlich. Also ich hätte ihn gerne weiterhin bei uns gesehen, aber er ist ja doch leider dem Ruf des Geldes gefolgt nach Hamburg dann. Und wie ist sie dann eingeschlagen jetzt bei uns? Ja, also im letzten Jahr sehr langsam, würde ich sagen. Also hat er sich ja nicht so aufgedrängt eigentlich. Und wir wissen ja alle, es ist kein Knipser, eher der Läufer, genauso wie der Valdez. Aber jetzt die letzten Spiele hat er sich auch gefangen, denke ich mal. Und ja, ist auf jeden Fall eine Belebung für die Offensive. Ja, dann vielen Dank. Wünsche euch viel Spaß im Stadion. Danke. Dankeschön. 1:2. Wer macht die Tore? Ich hoffe Valdez und Kuba nach der Verlängerung. Ja, dann wünsche ich mal viel Spaß im Stadion. Danke. Tabellenführer auch mal gleich an hier. Die Jungs aus Leverkusen haben sicherlich auch eine Meinung zum Spiel. Ja, ich denke mal hallo erstmal. Ich denke, trotz einiger Ausfälle heute dürfen wir das trotzdem schaffen, heute 2-3-1 zu gewinnen. Sind stabilisiert, haben gutes Selbstvertrauen und werden das in der eigenen Arena heute auch mitnehmen wieder. Schauen wir mal. Dein Tipp? 2:1 Leverkusen. 2:1 Leverkusen. Da hat einer ein Schwarzgelb, Schalu. 4:0 für Dortmund. Super, du bist... Träumer. Ich hab gehört, Michael Zorc zieht sein Trikot heute an. Achso, ihr seid befreundet? Bitte? Ihr seid befreundet? Seit eben. Ah, seit eben, ja, okay. Auch so ein bisschen Fanfreundschaft. Okay, wünsche ich euch viel Spaß im Stadion, danke. Dein Tipp für heute? Ja, 2:2, denke ich mal. Oh, so pessimistisch? Ja. Im letzten Jahr gab es noch ein 3:2 hier. Ja, mal gucken wie jetzt, ne? Ich tippe ein 2:0 für Leverkusen. Für Leverkusen, okay. Vielen Dank, viel Spaß. Sieg für Dortmund. Jo? 2:1. 2:1, okay. Dein Tipp? Ich sage auch 2:1 für Dortmund. Könnte auch ein Unentschieden sein, aber ich hoffe 2:1 für Dortmund. Ganz erstaunlicherweise 3:1 für Leverkusen. Weil ich den Dortmundern nicht zutraue, sie gewinnen zu können. Aber du bist Dortmunder, oder? Ja, ich bin Dortmunder. Und du? Ich bin positiv und ich tippe ein 2:1 für Borussia Dortmund. Ja, das ist doch die vernünftige Meinung. Vielen Dank und viel Spaß beim Spiel. Danke. Nee. Dein Tipp heute? Wird schwer, aber ich hoffe mal auf ein 1:1.
Und du? 2-1 Dortmund. Letztes Jahr auch hier gewesen? Ne. Das Ergebnis noch in Erinnerung? Letzte Saison 1-1. Ne, 1-0 gewonnen. 1-0 gewonnen. Was sagst du? Ich meine, wir hätten 3-2 gewonnen. Genau, das war der richtige Tipp. Was ist jetzt passiert in Dortmund? Petritsch weg, sie dann da und ist es jetzt besser geworden oder wie seht ihr das? Ja, also Petritsch ist schon schwer zu ersetzen, aber Zidane kommt inzwischen ja auch in Fahrt. Barisch hat auch zweimal getroffen und ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Was sagst du dazu? Also ich teile seine Einschätzung. Ich war anfänglich etwas skeptisch, was Zidane anging auf jeden Fall. Aber er macht sich. Also das letzte Spiel, was er gemacht hat gegen Bochum, hat er mir sehr gut gefallen auf der 10er-Position quasi. Ich hoffe, er macht so weiter. Mein Tipp, 2-1 Dortmund. Nein, 2-1 ist schlecht. Ich sag 2-0 Dortmund, ein Tor Kuba, ein Tor Barrios. Und du? 2-1 Dortmund. Ich sag auch 2-0. Du auch in Dortmund? Ja, sicher. 2-0. Nein. Und als Leverkusen nach. Ist normal, oder? Ja, klar. Könnt ihr euch noch an das Ergebnis im letzten Jahr erinnern? Klar, 3-2 Dortmund, oder? Ja, 3-2. Erster Spieltag. Ja, ganz genau. Kloppers erstes Spiel quasi. Ja. Das war geil und heute wird's besser ausgehen. 2-0. Dann habe ich noch eine Frage und zwar genau am ersten Spieltag im letzten Jahr ist der Wechsel von Petritsch nach Hamburg und der Tausch mit Zidane zurück nach Dortmund bekannt gegeben worden. Was halten wir denn jetzt davon? Größte Fehler in der Geschichte von BVB. Also mit der größte Fehler. Wie kann man so einen Stürmer wie Petritsch abgeben? Bester Mann. Jetzt guckt er da für Hamburg rum, geht nicht. Okay, Zidane ist mittlerweile auch gut. Letztes Spiel war okay gegen Bochum, aber Petritsch ist nicht zu ersetzen. Okay, vielen Dank. 0-1. Wo kommst du her? Aus Kleve. Aus Kleve, Dortmund-Fan? Ja. Okay, dann gehen wir weiter. 3-1 Leverkusen. Wo kommst du her? Keveler. Und Leverkusen-Fan? Nö, neutral, Bayern-Fan. Bayern-Fan, okay. Heute? Ja, normal, 2-0 für Werkshelfer. Du kommst aus? Kleve, alle. Alle, ja. Muss ich sein, dass du München-Gladbach-Fan. Ah, du bist Leverkusen-Fan? Nee, ich bin Gladbach-Fan, aber ich bin heute neutral. Ne? Okay, gehen wir weiter. 1-6. Ganz klare Sache. Ja, siehst du, der hat Ahnung. Der weiß, wovon er spricht. Dein Tipp? 2-1 für Leverkusen. Leverkusen überwiegt ja heute. Und du? 3-2 für Leverkusen. Wo kommst du her? Aus Xanten. Bin aber auch neutraler Fan, bin Stuttgart-Fan. Oh, das ist aber ein ganz schönes Gemisch bei euch. Also, ihr splittet euch da ganz schön. Also ich meine, ziemlich große Fußballgemeinschaft. Jeder hat hier irgendwie... Also Schiedsrichtergemeinschaft sind wir. Ach, ihr seid eine Schiedsrichtergemeinschaft. Okay, ihr pfeift auch. Deswegen kommen auch alle aus derselben Ecke. Okay. Alles ziemlich nah beieinander. Xanten, Keveler, Kleve. Ja. Okay, wünsche ich euch viel Spaß beim Spiel. Dankeschön. Klar und deutlich 1-0 für Dortmund. Der steht neben einem Leverkusener. Da kann ich natürlich nicht zustimmen. Ne? 2-1 für Leverkusen. Definitiv. Kein Tipp, ich weiß es nicht. Kein Tipp, gar keine Ahnung. Ich hoffe, die Dortmunder gewinnen. Und wo kommst du? Aus Hahn. Ach, Hahn bei Wuppertal. Okay, ja, wünsche ich euch viel Spaß im Stadion. Hoffentlich klappt. 1-0 Dortmund. Okay, super, viel Spaß im Stadion. 2-1 für Dortmund. Dein Tipp für heute? 2-1 Dortmund. 1-0 Dortmund. Ihr kommt vor? Felbert. Felbert, also Wuppertal die Ecke. Ja, genau. Okay, da ist noch einer? Ja. Dein Tipp? 2-1. Gut, 2-1, tolles Ergebnis heute. Wünsche euch viel Spaß im Stadion. Danke. Ich bin zwar kein Dortmunder, aber Dortmunder Fan. Dein Tipp für heute? Mein Tipp? Tja, nach den letzten zwei Spielen würde ich unentschieden tippen. Jo. 2-2. Super, danke. Und dein Tipp? Ich gehe auf unentschieden 1-1. Von wo kommst du? Ich gebürtig aus dem Frankenland und wohne jetzt in Mülheim an der Ruhr. Und alle noch Tickets für das Spiel bekommen oder müsst ihr noch welche besorgen? Habt ihr schon welche? Wir haben schon welche ganz offiziell über die Bayern 04 Website. Okay, wünsche ich euch viel Spaß im Stadion. Danke. Ja. Dein Tipp für heute? 2-2. Okay, super. Viel Spaß im Stadion. Ja, gar nicht mal so optimistisch heute die Borussen. 2-2, 1-1, 0-0. Ja, sogar der ein oder andere gegen die eigene Mannschaft getippt. Das kann man nicht so ganz nachvollziehen. Aber wir sind weiter voller Optimismus. In 10 Minuten circa geht das Spiel los. Ich springe jetzt rein ins Stadion und werde mal schauen,
wie die Borussia sich heute verkauft und ja, bin dann einfach mal dabei. Frühling und Sommer ging, doch Dortmund bleibt bestehen. Wir sind bei jedem Spiel dabei. Wir sind die gelbe Wand, überall bekannt, stehen Hand in Hand. Die Hoffnung stirbt zuletzt, jetzt erst recht. Wir sind mit dem Herzen voll dabei. Am Ende der Saison, ihr werdet sehen, werden wir ganz oben stehen. Frühling und Sommer gehen, doch Dortmund bleibt bestehen. Wir sind bei jedem Spiel dabei. Wir sind die gelbe Wand, überall bekannt, stehen Hand in Hand. Die Hoffnung stirbt zuletzt, jetzt erst recht. Wir sind mit dem Herzen voll dabei. Am Ende der Saison, ihr werdet sehen, werden wir ganz oben.